Shalom und herzlich willkommen zurück zu Trommelwirbel. Goodbye, Deponia. Oh yeah, neue Aufnahmesession. Ich muss wieder mal kurz überlegen, was wir so in der letzten Folge gemacht haben. Ich hab's nämlich fast... Stimmt, die Bozo-Sitcom. Das war lustig gewesen. Okay, alles klar. Wir sind jetzt hier im Zimmer von Bozo. Bozo liegt und schläft. Dann... Hatten wir Bozo schon an... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich guck mich erstmal um. Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Ja. Kann ich noch was mal machen? Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Okay. Wir haben das Babyphone, wir haben den Brief und wir haben den, der Koffeinlutscher. Das war noch einfacher, als einem Baby den Lutscher wegzunehmen. Aber es hat nur halb so viel Spaß gemacht. Tja, man kann nicht alles haben, Rufus. Leider, leider, leider. So, dann haben wir noch Bozos Bart und wir haben das Sparschwein. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, schon gut, alter Brummbär. Okay. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Fragen wir doch einfach mal. Bozo? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Oh je. Vielleicht können wir ihm einen Koffeinlutscher geben. Hey, Bozo! Sag, Da komm schon. Ein für Mama, Bozo. Richtig. Der Brief, ich hab's doch vergessen. Hey, Bozo, hier ist ein Brief von deinem Vater. Was? Das heißt, warte mal, mochtest du deinen Vater? Aber ja. Nee, dann glaube ich nicht, dass dich das aufmuntern würde. Stimmt, aber. Der Brief ist an Bozos Mama adressiert. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Oh. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! In Liebe, dein Papa Bozo. PS? Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Mysteriös, mysteriös. Ich wusste ja immer, dass jetzt haben wir es schon. Jetzt hat man ja schon das Babyphone. Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein. Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Bozo ist doch viel kleiner als du. Ja. Zurück ins Wohnzimmer. Ich gebe ihn einfach mal der Mutter. Dem alten Puma. Post für Witwe Bozo. Hier wohnt keine Witwe Bozo. Was wollen wir wetten? Yeah. Hey, wo bleibt der Applaus? Das war ein Brüller. Ja, ein Was Brüllfrosch. Steht in dem Brief, Rufus? Sag ich nicht. Ich will das Gelächter zurück. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die Stimmung verderben. Okay. Die Kinderoper mit anfangen. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die Stimmung verderben. Okay. Vielleicht können wir ja Baby Bozo den Lutscher geben. Ja. Möchtest du einen Lutscher haben? Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Okay, interessant. Ein süßer Fratz. Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Naja. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Ich werde mal kurz den Screen wechseln.
So, wir haben jetzt hier was Neues, aber ich glaube, solange wir kein Licht haben. Das ist... Bitte was? Ein Schnuller? Hm, fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So glitschig und schnulleresk. Na dann. Yay, es hat geklappt. Ich konnte den Schnuller nehmen. Das ist halt die Klappe Goal. So, das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. Ah, na wenigstens etwas. Na dann. So. Na, fühlt sich so an, als ging es dahinter noch weiter. Ich spüre einen Luftzug und die Luft ist warm und feucht. Okay. Na dann. So. Na, hab ihn. Na dann. So. Na, hab ich dich. Das sieht mir nicht so wirklich wie ein Ast aus und das nicht so wirklich wie ein Gestrüpp. Da ist eine Spalt. Na dann. Fühlt sich so an. Ich spüre, die Luft ist warm. Warm und feuchte Luft. Vielleicht können wir das hier kombinieren. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Okay. Was hältst du hier von Goal? Da bist du sprachlos, hä? Da weiß ich nicht, was er dazu sagen soll. So. Das Gestrüpp steckt in der Spalte. Und nun? Okay. Vielleicht noch den... Hey, na klar! So kann ich Feuer machen. Yay! Jubilate! Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Oh, oh. Hallo, Goal. Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Habe ich jetzt tatsächlich von diesem riesengroßen Vieh den Hintern in Brand gesteckt? Ah, okay. Wenn man es mal genau betrachtet, ja, es war schon lustig. Sie lebt. Das ist die Hauptsache. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Oh, wie süß. Ach Gott, oh, wie süß. Du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Ah, oh, ist das toll. Ein Drehkreuz. Klappt nicht. Ich tappe hier scheinbar im Dunkeln. Da sind ein paar Augenpaare. Was bewegt sich da hinten? Wie bitte? Nennst du mich etwa einen Angsthasen? Du kannst ja gerne selber nachgucken, Fräulein Großmaul. Siehst du? Alles klar. Aber... Draußen ist so ein schöner Tag. Ich hänge hier in der Gosse rum. Ja, schlimm, schlimm. Ich glaube, ich komme hier aber auch nirgendwo anders lang. Gut, wir haben auf jeden Fall schon mal für Licht gesorgt und herausgefunden, was wir hier überhaupt machen. Okay, vielleicht kann ich... Warte mal. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Gut zu wissen. Ich komme jetzt aber auch hier nicht an das Rohr ran. Entschuldigung. Der kam zu plötzlich, um ihn auszublenden. Ach, ein Schnabeltier, wie süß. Naja, eigentlich ist es nicht süß, war ziemlich hässlich. Was zur Hölle? Was? Teigtaschenfrau? Was? Was? Sie sieht selber aus wie eine große XXL-Teigtasche mit Hackcreme-Füllung. Köstlich. Hackcreme. Hallo. Hallo. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch.
Ja? Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow! Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, oder? Ich mag die. Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich hab hier Teigtaschen für 1,25 Slotty. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. Okay. 4 Teigtaschen, bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja, keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Es kommt schon dem recht nahe, was wir sind. Du suchst deine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Ach komm schon, mach mir ein paar Teigtaschen. Oh, 4 Stück. Nicht ohne Aushilfe. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's ja reichlich. Davon gehe ich aus. Männliche Aushilfskraft gesucht. Na, da kann die lange suchen. Männliche. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also. Ich suche einen Schmuck. Ah, das hat man ja gesagt, ja. Dame und Gulli. Huhu. Keiner da. Habe ich da gerade Goon gesehen? Kann das sein? Private Lotti! Sergeant Bambi! Was zur Hölle ist denn hier los? Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Scheinbar. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Und es klappt nicht, hab ich mir gedacht. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Ja, so wirklich mit dem Kaputtmachen klappt das nicht. Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck. Ohne Zweifel. Oh mein Gott. Ernsthaft, Bambina und Lotti? Sergeant und Private? Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt Offiziere des Widerstands! Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lotti und Sergeant Bambi. Sergeant Bambi? Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant! Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Es gibt Fältchen. What? Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich hab hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Galef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so, die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Galef und Liebold sind im Lager, gleich hinter dem Tor dort. Da müssen die wohl erstmal reichen.
Okay. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein, nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. War Toni nicht auch beim Widerstand? Ho, ho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lottie schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind... Das sind nützliche Tiere. Exakt, wie Frauen. Okay. Achtung, leitender Offizier anwesend. Aha, und wo? Hinter dir? Haha, ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squad-Leaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist, sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Ja, schauen wir schon. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Ja, definitiv. Ey, hat man wieder das Gefühl, wenn man sich nochmal Bambina und Lotti anguckt? Die Hand auf dem Dingsbums? Die Spritze? Ich habe eine Vermutung. Bambina hat vielleicht Boso für Lotti verlassen. Aus welchem Grund auch immer. Geht's noch weiter? Nein. Hier geht's nicht weiter. Die Mädels versuchen, den harten Mann zu spielen. Was haben wir gelacht? Ja, ich habe manchmal nur das Gefühl, dass, glaube ich, Lotti mehr Mann ist als Rufus. Ich weiß, gewagte These, ja, gebe ich gerne zu. Kann aber durchaus sein. Durchaus. Huhu! Aufmachen! Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus, aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Was? Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Warum? Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst, außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Das ist jetzt gerade durchaus interessant. Hier gibt es ja noch drei Türen. Das ist der Gulli, wo man irgendwas gesehen hat. Die Teigtaschenfrau, ich spare mir Kommentare. Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass sie ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. What? Man gibt's ja viele Möglichkeiten. Chefredakteur... Barry, unser Fan! Therapeut, ein Strickhändler. Ich gehe nochmal zurück. Ich werde immer nochmal zum Strickladen, zur Redaktion, zur Therapie. Aha! Redaktion, okay. Er hat zwar das Baby immer noch nicht gesehen, aber. Zur Trümmersiedlung zurück. Ich könnte mit dem Moxer nochmal quatschen. Warum auch immer. Hallo nochmal.
Hm? Ui, guck mal, Muck. Ui. Unser Freund, der Landstreicher, ist wieder da. Ich bin kein Landstreicher. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Muss zwischen einiges heißen. Gut. Der Empfang ist okay. Aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Hier spricht die Hochsicherheitsfrequenz der virologischen Gefahrengutbunker. Was kann ich für Sie tun? Sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein! Over! Abbruch! Abbruch! Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ah! Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Hallo Briefträger. Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen. Kann ich den Brief zurückgeben? Ist das ein Brief? Woher hast du den? Postgeheimnis. Ah, ja, gut. Vielleicht kann ich Abose mit dem Schild verprügeln. Momentan ist er nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig. Er hockt nur da, glotzt in die Luft und murmelt unverständliches Zeug. Er könnte noch Spieleautor werden. Badumts. Gut, ist sonst nichts weiter, oder? Nö. Vielleicht sollten wir einfach mal kurz rausgehen. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Oder? Ja? Ja? Nein? Ja? Nein?